Hallo ihr Hallo. Lieben. Hallo. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir unseren Steel Pro Frame Pool von Westway aufbauen. Zuerst begraben wir jetzt den Untergrund, wo er dann auch stehen soll. Hier soll unser Pool hinkommen, deshalb begradigen wir das jetzt. Und da unser Pool 3,66 Meter groß ist, habe ich mir die Mitte markiert und jetzt mache ich einen Radius von 1,93 Meter immer Markierung auf der Außenseite des Pools. Ich messe jetzt mal, ob das gerade ist. Dazu nehme ich jetzt das Brett und stelle es hoch. Wasserblase auf der rechten Seite ist, also muss man das so ein bisschen höher hier machen oder da ein bisschen tiefer. Wir machen das jetzt hier ein bisschen tiefer, damit wir nichts aufschicken und dann ist das gerade. Das machen wir jetzt. Ich habe jetzt noch Erde, kleine Steinchen und ein bisschen Dreck weggekehrt und jetzt tun wir noch ein bisschen Sand drauf, damit die Poolplane nicht beschädigt wird und es sich auch besser läuft. Damit können wir es gleich verteilen. So. Zuerst nehmt ihr die Stangen, die hier zwei Löcher haben auf jeder Seite, und die steckt ihr so diese Laschen durch. Das macht ihr jetzt bei allen Laschen, eine Stange jeweils. So, das waren jetzt die letzten. Jetzt nehmt ihr die Ecken und diese Teil zum Reinstecken. Und dann schiebt ihr die Ecken beide rein und guckt auch schön, dass die Löcher dann übereinander sind, damit die dann auch durchpassen. Und dann nehmt ihr sie und schiebt sie einfach durch die Löcher durch. Achtet dann auch, dass die unten ordentlich rauskommen. Und dann ist das fertig. Das rastet dann ein und geht dann nicht mehr so leicht raus. Dann muss man hier drücken und dann geht es aber auch raus. So. Ich glaube, ich will auch mal was essen. Immer schön achten, dass sie übereinander sind. Und dann wieder unten raus. Und das macht ihr jetzt bei allen ringsum in dem Pool. Jetzt kommt der letzte, aber auch komplizierteste Schritt. Es gibt jetzt einmal einen Fuß und einmal eine Stange, die oben sowas hat, damit das hier da eingerastet wird. Und da steckt man jetzt erstmal den Fuß einfach unten drauf. Schön fest. Und dann gibt es hier einmal so ein Band und einmal ein Seil. Man muss jetzt das erstmal hochhalten und dann tut man den Fuß durch das Band und auch das, wenn dann alle drin sind, wird es dann auch straffer. Und dann wird es hier oben reingeschoben, zusammengedrückt und dann rastet das hier ein. Das macht man bei allen und dann steht der Pool. Hey, das ist was. Du darfst das nicht.
So, jetzt steht der Pool. Jetzt müssen wir bloß noch Wasser einlassen und dann können wir baden. Wassermann. Wassermann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.